Servus Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder ein paar Scooter-Gadgets für euch. Da wären wir auch schon bei unserem ersten Gadget. Es handelt sich um eine kleine Gummikappe, die auf das Ende des Ausklappständers kommt. Wie ihr sicher wisst, ist der Ständer massiv und aus Metall und gnadenlos zu jedem weichen Boden. Also wenn ihr mal euren Roller mitten in eure Bude nehmen wollt und ihr einen Holzboden oder weichen Boden habt, der verkratzen kann, dann besorgt euch dringend so eine Kappe. Das erspart euch jede Menge Ärger. Obendrein sieht's noch stylisch aus. Daumen hoch für mein erstes Gadget. Das zweite Gadget ist eine kleine Gummikappe. Sie wird auf den Haken am hinteren Schutzblech montiert und verbindet die Klingel mit dem Schutzblech. So könnt ihr euren Roller tragen, ohne dass es klappert oder dass das Schutzblech verkratzt wird. Normalerweise ist so eine Kappe immer schon installiert, wenn ihr den Roller kauft. Aber man verliert sie gerne mal. Deshalb ein cooles Gadget, was man auf Vorrat besitzen sollte. Sieht auch cool aus, zum Beispiel in grün. Da wären wir auch schon bei unserem dritten Gadget. Es handelt sich um einen Silikon-Screen-Protector, den ihr einfach über euer Dashboard stülpen könnt. Wie ihr wisst, ist das Dashboard von einem Xiaomi-Roller nur aus einfachem Plastik und verkratzt unnormal leicht. Selbst auf meinem Scooter sind schon ein paar leichte Kratzer auf dem Dashboard. Ich habe immer aufgepasst, naja, ihr wisst ja, es passiert immer mal was. Die Montage des Screen Protectors ist super easy. Ihr müsst einfach die Silikonhülle über euer Dashboard stülpen und vielleicht mal etwas mit dem Finger über die durchsichtige Stelle fahren, damit es sich etwas andrückt. Und fertig ist euer Screen Protector. So einfach ist das. Dazu kommt noch, ihr habt den Benefit, das ganze Ding ist waterproof und ihr könnt hoffen, falls es mal regnet, dass da nicht gleich Wasser in euer Dashboard reinläuft und ihr einen Kurzschluss bekommt. Also Daumen hoch für das dritte Gadget. Da wären wir auch schon bei unserem Gadget Nummer 4. Es handelt sich hierbei um einen Haken, den ihr oben an der Lenkstange anschrauben könnt. Die Befestigung ist wirklich easy, ihr braucht einfach nur zwei Schrauben, die sowieso schon in der Lenkerhalterung verbaut sind. Ihr schraubt sie kurz heraus, fädelt die Schrauben neu durch den Haken ein und schraubt es einfach wieder zu. Ihr könnt dafür den Schraubenzieher nehmen, der bei der Lieferung des Scooters dabei war. Also voll easy. Und der Nutzen ist maximal. Ihr könnt unterwegs eine Tasche einhängen oder sonstiges, was man so aufhängen kann. Und ich sage euch, es ist viel praktischer, etwas an den Haken zu hängen als an den Lenker, gerade beim Abbiegen oder so. Deshalb klare Kaufempfehlung von mir für den Haken. Jetzt kommen wir zum Gadget Nummer 5. Das ist eher was für versierte Schrauber unter euch. Ihr müsst nämlich dafür alle Schrauben aus dem Unterboden herausschrauben, die Unterbodenplatte auflegen und die Schrauben wieder reindrehen. Leider ist die Qualität der Platte nicht besonders. Sie ist sehr scharfkantig und wurde anscheinend mit einem Laser aus einer Platte rausgeschnitten und die Kanten sind nicht verfeilt, übel scharf. Ich musste daher eine ganze Weile mit der Feile arbeiten, um die scharfen Kanten wegzubekommen. Bei der Platte sind leider auch keine verlängerten Schrauben dabei. Ihr müsst also echt aufpassen, wenn ihr die Schrauben reindreht, dass euch die Köpfe nicht wegfliegen. Also nur für profiliertere Schrauber. Aber der Effekt ist natürlich echt nice, weil ihr habt dann einen glatten Unterboden. Da sammelt sich dann kein Dreck mehr in den Rillen an. Und vielleicht ist es auch etwas besser gegen Schlaglöcher bzw. scharfe Bordsteinkanten oder spitze Gegenstände, über die ihr drüber düst. Das war es dann auch schon wieder für das Video. Ich hoffe, ihr lasst mal ein Like oder auch ein Abo da. Und ihr könnt sicher sein, in Zukunft kommen wieder mal ab und zu ein paar Roller-Videos. Bis bald!